Herzlich willkommen, liebe Gäste, liebe Freunde. Wir werden heute über ein bestimmtes Bibelbuch sprechen und ich begrüße auch hiermit recht herzlich Michael. Also ich freue mich erstmal, dass wir heute wieder einmal über Gottes Wort sprechen. Wir werden heute damit beginnen, ein bestimmtes Bibelbuch zu kommentieren, der Johannesbrief. Aber erstmal vorher, warum machen wir das? Also, ich mache das, weil ich begeistert von der Bibel bin. Ja. In der Bibel spricht Gott zu mir. Und das ist ja auch genau das, was die Bibel sein will. Und da wollen wir dich als Zuhörer oder euch als Zuhörer oder Zuschauer eben damit hineinnehmen. Und manchen geht es ja so, der liest irgendwie in der Bibel für sich alleine und dann stößt man an Stellen, merke, ey, was heißt denn das jetzt überhaupt? Das kommt ja ganz komisch vor. Und Ja. dir geht das so, mir auch so, dass uns immer wieder Leute E-Mails schreiben oder sonst wie. Und dann sagen sie, das habe ich ja nicht verstanden. Und Genau. hier wollen wir mal so Schritt für Schritt mit dir oder mit euch durch ein biblisches Buch durchgehen und dann so Vers für Vers die schwierigen Stellen besprechen, aber dann eben auch sehen, was diese Bibelverse für mich und Ja. eben auch für dich zu sagen haben, weil ich gehe ja davon aus, das hier ist jetzt alles ziemlich uralt, 2000 Jahre alt so ungefähr, aber ich gehe davon aus, Gott hat das den Leuten eingegeben, hier eben dem Johannes eingegeben und das soll dafür da sein, damit wir heute Gott besser kennenlernen können und damit wir auch wissen, wie wir mit Gott leben können. Und da würde ich dich auch gerne mit reinnehmen. Genau, also ich finde diesen Punkt ganz interessant. Gerade, ich meine, heute stehen die Leute eher so auf Häppchen. Ja, so Tageslosungen, hier ein Vers und schlägt man hier was auf, aber am Ende weiß man gar nicht, wo das stand. Und ich finde es sehr wichtig, dass man zumindest mal ein Bibelbuch durchnimmt, versteht, worum geht es dort, wer hat das Buch geschrieben, was ist die Problematik in diesem Buch. Und jedes Bibelbuch, gerade im Neuen Testament, behandelt so eine bestimmte Problematik. Und das ist eigentlich schon der erste Gedanke und Übergang zu dem Hintergrund vom ersten Johannesbrief. Also wenn wir Galaterbrief lesen, war die Problematik Gesetz und Gnade. Wie wird ein Mensch erlöst? Kann der Mensch durch Gesetzeswerke errettet werden? Und manche stößen da an ihre Grenzen, weil sie nicht wissen und verstehen, worum es dort geht. Und ich habe gemerkt, gerade bei dem Johannesbrief fallen bestimmte Aussagen und Bibelverse, die man auf den ersten Blick nicht versteht, wenn man nicht versteht, worum es in diesem Brief geht. Und deshalb ist schon die erste Frage, worum geht es hier eigentlich in diesem Brief? Wir wissen übrigens, Johannes, der Schreiber des Johannesevangelium, erster Johannesbrief, zweiter Johannesbrief, dritter Johannesbrief, das Buch der Offenbarung, es ist derselbe Schreiber und das wird auch überliefert von Polycarp. Irenäus überliefert auch als Schüler von Polycarp, dass dieses Buch wirklich von Johannes geschrieben worden ist. Doch was ist der Anlass? Und kurze Erklärung für unsere Zuhörer dabei. Der Polycarp war eben ein Schüler, Schüler von dem genau, Johannes. Er richtig. sagt, dass er den Johannes in Ephesus getroffen hat und selbst kennengelernt hat. Also hier haben wir jemanden, der authentisch ziemlich nah dabei ist, der gelebt hat am Ende des ersten Jahrhunderts, am Anfang des zweiten Jahrhunderts. Also dass wir ziemlich sicher davon ausgehen können, das, was wir hier lesen, ist wirklich von dem Johannes, der mit Jesus umhergezogen ist, als einer Genau. seiner Jünger. Und der Mann ist, als er das hier schreibt, wahrscheinlich schon etwas in höherem Alter. Ja. Das heißt, er kann darauf zurückschauen, auf ziemlich viel Erfahrung als Christ und auch als Gemeindeleiter. Denn er ist ja Genau. verantwortlicher Gemeindeleiter in verschiedenen Gemeinden, Ja. möglicherweise zu diesem Zeitpunkt dann eben Gemeindeleiter in Ephesus. Das sagt uns zumindest so die Kirchengeschichte, dass der da eine Rolle gespielt hat. Also wir haben tatsächlich hier den Schreiber als Johannes, der hat die Briefe geschrieben, Johannes Evangelium, und er war ein Zeuge. Und nicht nur ein Zeuge von Zeugen, sondern ein Augenzeuge. Und das ist deshalb auch wichtig, gerade was die Problematik hier betrifft. Wir haben ja die Thematik Gnosis. Und das ist Genau. dieser Hintergedanke. Die Gnosis hat nämlich verleugnet, dass Jesus echt ein Kurze Mensch war. Erklärung für unsere Zuschauer. Ja. Gnosis ist ein griechischer Begriff Ja, und heißt genau. zu Deutsch so viel wie Wissen. Also das Genau. ist da drin. Und das war für die Leute damals, so im ersten, zweiten Jahrhundert, ein Ja. wahnsinnig wichtiger Begriff, Ja. weil viele Leute meinten, boah, Wissen zu haben. Und jetzt geht es nicht darum, das Telefonbuch auswendig zu lernen oder ein Ja. Lexikon oder sonst was oder Wikipedia, Ja. sondern es ging darum, so irgendwie so ein spirituelles Wissen, so eine Art höheres Wissen, mystische Eingebung, sowas war damit gemeint. Und so war das auch hier. Zur Zeit schon, am Ende des ersten Jahrhunderts, gab es in den Gemeinden Leute, die sich manchmal auch als Gnostiker bezeichnet haben und die meinten, dass sie eine Erkenntnis hätten über das hinaus, was Jesus eigentlich gesagt hat. Das gibt es ja auch heute in der Gegenwart. Deshalb ist es wichtig, dass wir das ansprechen. Der Bibeltext ist so gegenwärtig und aktuell. Du hast eben am Anfang erwähnt, 2000 Jahre. Aber genau heute haben wir diese Problematik. Das Wort Gnosis wird ja übrigens auch mit Erkenntnis übersetzt. Und nicht nur Johannes hatte ein Problem mit dieser antichristlichen Sekte, sondern Apostel Paulus. Und im ersten Timotheusbrief in Kapitel 6 habe ich hier aufgeschlagen, in Vers 20,
Da sagt er, o Timotheus, bewahre das anvertraute Gut, meide das unheilige, nichtige Geschwätz und die Widersprüche der fälschlich sogenannten Erkenntnis, Gnosis. Mhm. Also, sie sind Lügner gewesen, Antichristen. Paulus nennt sie Schwätzer und Leute, die im Widerspruch stehen zu der biblischen Lehre. Und das war die Mode schon damals. Also es gibt ja, wie Salomon sagte in Prediger 1, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Mhm. Wir haben auch heute gewisse Bewegungen, Gruppierungen, die diese Tendenzen haben. Die sagen, ja, die Bibel ist Gottes Wort, aber der Herr hat zu mir gesprochen. Die sprechen dann von Visionen und ich war in der Hölle und ich war im Himmel und der Herr hat mir eingegeben und folgt dem Propheten und dem Apostel. War das nicht dieselbe Problematik wie damals? Ich glaube auch. Also wir haben da einen ähnlichen Frömmigkeitstypus, so müssten wir das wohl sagen. Und am stärksten lässt sich das heute wiedergeben in dem, was wir Esoterik nennen. Denn in der Esoterik ist das so. Es gibt eine ganze Menge Esoteriker. Zum Beispiel sind begeistert von Engeln. Und dann nehmen sie so ein paar Sachen aus der Bibel raus und dann reden sie mit Engeln, meditieren mit denen oder haben sonst irgendwelche Propheten, die ihnen irgendetwas sagen und die Bücher darüber schreiben. Zum Beispiel der Neil Donald Walsh mit seinen Gesprächen mit Gott. Da meint er, dass er mit Gott spricht und in Wirklichkeit kommt im Laufe des Buches heraus, dass er in sich selbst hineinhört und seine inneren Stimmen dann als Reden Gottes ausgibt. Und am Ende sagt Gott ihm dann sogar, du bist selbst Gott, Neil Donald Walsh, du bist Gott. Das war übrigens auch der Gedanke der Gnosis. Genau. Du kannst aufsteigen zu einer höheren Macht und in jedem Menschen steckt ein Funken Gottheit und höhere Macht. Und da merken wir genau die Problematik, mit der wir heute zu tun haben. Und im christlichen Bereich gibt es auch Formen von Gnosis, von Esoterik. Und die kennen wir meistens im Bereich der charismatischen Bewegung. Da haben wir manchmal genau dieselben Sachen. Da ist gar nicht mehr so stark Verwurzelung in Jesus, wie er früher war, sondern mehr, ich habe besondere Erfahrungen und eben auch Erkenntnisse, also Gnosis, die darüber hinausgehen. Die Erkenntnisse kommen durch eigene Meditation, durch eigene Offenbarung, durch Gespräche mit Engeln, und all solche Sachen. Und dann will man nicht mit dem zufrieden sein, was wir eigentlich direkt in der Bibel finden, sondern nimmt so ein paar Verse heraus, lässt den ganzen Zusammenhang weg und plötzlich kommen dann am Ende Dinge raus, die damals schon von dem Johannes deutlich abgelehnt worden sind. Das ist ja total gefährlich. Und die Menschen stehen ja so auf spektakuläre Ereignisse. Und Apostel Paulus, ich lese hier aus dem Korintherbrief in Kapitel 4, Vers 6, er sagt, das aber, meine Brüder, habe ich auf mich und Apollos bezogen, um euretwillen, damit ihr an uns lernt, in eurem Denken nicht über das hinauszugehen, was geschrieben steht. Mhm. Und heute haben wir zwar die Bibel als Gottes Wort, aber es wird immer dieses Und hinzugefügt. Ja. Die katholische Kirche, die sagt dann die Bibel und die Tradition. Ja. Unsere charismatischen Freunde, ich betone nicht alle, aber das ist nämlich der prägende, rote Faden in der charismatischen Bewegung, dieses Gott hat sich offenbart durch Apostel, durch Propheten und so stellen sich auch übrigens manche Irrlehrer vor. Und hier sagt die Bibel, geht nicht über das hinaus, was geschrieben steht. Und wir müssen zurück zum Wort Gottes. Und das tut hier der Apostel Johannes, der immer wieder sagt, ihr wisst doch. Also ihr kennt es doch von uns und von der Schrift. Ihr habt es nicht nötig, dass euch jemand belehrt, denn ihr habt die Salbung. Ihr seid die Heiligen. Und das ist nämlich interessant, dass diese Problematik auch heute gegenwärtig ist. Und nicht nur gegenwärtig, sondern man hat das Gefühl, fast jeder zweite, dritte, so rein vom Gefühl, erlaubt sowas, duldet sowas und toleriert sowas. Und das klingt ja auch ziemlich attraktiv. Also manche Leute haben ja den Eindruck, jetzt lese ich in der Bibel, ich verstehe da nicht alles drin. Das wird langweilig. Der Buchstabe tötet. Ja, genau, solche Sachen kommen da. Und dann wird gesagt, hey, wie spannend ist das? Ja. Jetzt habe ich heute Morgen mit einem Engel gesprochen, was der mir gesagt hat. Ja, genau. Nur da muss man eben aufpassen, was Paulus ja eben auch sagt, zum Beispiel im Galaterbrief, wenn ein Engel kommt und sagt euch ein anderes Evangelium, der sei verflucht. Ja. Und deshalb, also ich habe ja nichts gegen Engel. Ich habe auch nichts gegen Erfahrungen im Glauben. Genau. Nur Erfahrungen können eben auch ganz schnell in die total falsche Richtung führen. Und diese Engelserscheinungen und diese ganzen Visionen an erster Stelle gesetzt werden und nicht mehr. Ich meine, man braucht nicht überprüft werden. Ja, muss das ja überprüfen. Ist das. Ein Engel kann mir auch irgendwelchen Unsinn beibringen, der gar nicht von Gott ist. In der Bibel wird ja sogar gesagt, dass der Teufel manchmal auftritt als Engel des Lichts. Genau. Also der sieht noch super toller aus als sonst ein Engel. Und jetzt bin ich beeindruckt. Boah, mir ist ein Engel erschienen. Genau. Und in Wirklichkeit hat da vielleicht irgendein Dämon zu mir gesprochen. Und das wäre ja total daneben. Und deshalb glaube ich, der beste Prüfmöglichkeit ist, wenn man die Bibel kennt. Weil wer die Wahrheit kennt, der kann auch die Lüge klar machen. Und deshalb schreibt ja auch Johannes in seinem Brief an wiedergeborene gläubige Christen an mehreren Stellen. Im ersten Johannesbrief Kapitel 2 und in Kapitel 5. Ich lese mal vor. Es heißt hier,
in Vers 13, das ist übrigens das letzte Kapitel in diesem Buch. Wir werden heute so in manchen Kapiteln einige Verse zitieren. Wir werden dann nochmal einzeln auf die Kapitel eingehen. In Vers 13, dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, also jetzt kommt wieder, ihr wisst es, es muss euch keiner von außen belehren. Und das ist so wichtig, diese Schlüsselbegriffe in der Bibel. Also, dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, Jesus, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt und damit ihr euch weiterhin an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Also, ich finde hier mehrere Gedanken ganz wichtig. Der erste ist, er schreibt an gläubige Christen. Mhm. Das heißt, heute können sich die Zuhörer auch angesprochen fühlen. Yep. Es geht heute um gläubige Christen. Zweitens, wir haben erfahren, der Gedanke ist heute gegenwärtig. Es geht heute um aktuelle Dinge. Und der dritte Punkt ist, wir wissen es doch. Also wir haben das Wort Gottes als Grundlage und wir brauchen nicht belehrt werden von der fälschlich sogenannten Gnosis. Denn wenn wir das Wort richtig interpretieren, dann sind wir eigentlich die richtigen Gnostiker. Dann haben wir eigentlich die Erkenntnis durch das Wort Gottes, durch den Heiligen Geist. Und wir müssen nicht von außerhalb belehrt werden. Aber jetzt die Gnostiker. Welche, und wenn ich das gleich nochmal betone, was wir jetzt behaupten, das hast du ja auch gerade gleich bewiesen, dass wir nämlich jetzt nicht nur rumspekulieren, sondern wir wollen das sagen, was da steht. Denn wenn wir die Frage beantworten, warum hat Johannes das hier geschrieben, dann lesen wir genau das, was hier steht. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr... Genau, richtig. Ne, also dann, damit ihr das wisst und glaubt. Also das ist genau die Absicht. Dann fragen wir Johannes und Johannes sagt, das ist der Grund. Ja. Also Johannes' Brief ist jetzt nicht dafür da, damit wir was reinlegen, sondern das ist genau die Absicht, die er hat, damit wir umso klarer sehen, wer Jesus für uns ist und was er für uns getan hat. Und, und dass wir das, genau wie du korrekt sagst, wissen können. Die Gnostiker, Michael, die hatten so ein Problem mit Materie. Mhm. Und das zieht sich ja auch durch das ganze Buch. Deshalb war ja die Problematik die Verleugnung der Menschwerdung Jesu Christi. Was war das Problem mit den Gnostikern und Materie? Eigentlich ein Problem, was manche Leute bis heute auch noch haben und spannenderweise, was beispielsweise auch in der katholischen Kirche weit verbreitet ist. Ja. Nämlich in der katholischen Kirche ist so eine ähnliche Auffassung auch, der Geist ist gut und die Materie ist schlecht. Das war so eine Grundaussage der Gnostiker. Und manche haben das bis heute auch. Die reden dann von der feinstofflichen Materie. Also spürst du das? Die Energie, die irgendwo da ist und so. Ja. Und so haben die Gnostiker damals auch gesagt. Manche haben sogar gesagt, es gibt zwei Götter. Es gibt den bösen Gott. Alten Testament. Der ist im Alten Testament. Der hat die Welt geschaffen. Jetzt gibt es den guten, reinen Geist Gott und das ist Jesus. Und deshalb, Jesus hat auch gar keinen festen Körper gehabt. Das heißt, er war nur so ein Geistwesen. Mhm. Und das müssen wir auch. Und die Folge davon war bei den Gnostikern sehr unterschiedlich. Die einen Gnostiker haben gesagt, naja, also gut, weil die Materie sowieso nichts ist, können wir auch mit dem Körper richtig sündigen, denn das macht ja gar nichts aus. Wir können ja sündigen, denn meine Seele betrifft das nicht. Und manche andere Gnostiker, die waren genau im Gegensatz extrem, das waren dann so die Asketen wie in der katholischen Kirche. Ja. Nicht mehr essen, nicht mehr schlafen und so, weil ich dann heiliger bin. Und wenn ich meinen Körper richtig knechte, dann wird meine Seele umso reiner. Und in der Bibel ist das ja gar nicht so, sondern die Materie ist erstmal gut, das steht doch schon im Schöpfungsbericht und siehe, es war sehr gut. Ja, genau. Und selbst da, wo sie heute von der Sünde gekennzeichnet ist, nach dem Sündenfall, ist immer noch ganz, ganz viel davon übrig. Also, wer das mal mitbekommen will, gerade jetzt vor ein paar Tagen habe ich mit einer Krankenschwester gesprochen, die hat mir gesagt, das, was sie am meisten bei Gott begeistert hat in ihrer Ausbildung, war so Anatomievorlesungen. Ja. Wenn dann gesagt wurde, wie toll der menschliche Körper aufgebaut ist und wie das total unmöglich ist, dass sowas durch Zufall passiert, da hat sie gesagt, das ist doch ein Hinweis, da muss Gott dahinter sein, der so perfekt das gemacht hat. Und genau da merken wir, die Materie ist nicht einfach böse an sich, sondern die Materie ist auch von Gott. Und das ist ja, was Johannes hier auch aufgreift mit, Jesus ist wirklich leiblich Mensch gewesen. Der war nicht nur so ein Scheingott, der da so rumgewabert ist, sondern der war Mensch, den konnte man anfassen, der hat gegessen, der hat Schmerzen empfunden und so. Also diese Irrlehrer, die haben ja nicht nur behauptet, dass Jesus kein echter Mensch war, sondern jetzt haben wir das nächste Problem. Meistens bringen Irrlehren andere Irrlehren mit sich. Die manche griechische Philosophen haben nämlich genau das gelehrt, auch zu der damaligen Zeit. Halte deinen Geist rein. Sünde ist kein Problem, weil das wird irgendwann sowieso unter dem Boden begraben und kein Problem. Ja. Aber auch das greift Apostel Johannes an. In Kapitel 3 habe ich hier einen Vers. In Vers 8, er sagt, wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel. Denn der Teufel sündigt von Anfang an. Und dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Das bedeutet Sünde, nein.
Yep. Und das ist nämlich das, was die Gnostiker gelehrt haben. Leib ist Dreck, Materie ist Dreck. Jesus wurde nie wirklich Mensch. Und Sünde ist relativ. Und da merken wir wieder, das ist ja ganz wichtig, was du jetzt dazu erklärst. Mhm. Nämlich, wenn einer das so liest und nicht versteht, dann denkt er ja, sobald ich jetzt sündige, bin ich vom Teufel. Oh, jetzt bin ich Christ und ich habe gelogen. Genau. Boah, jetzt bin ich im Teufel und so. Ja. Das meint er ja gar nicht. Er meint diese Gnostiker, die lehrmäßig die Sünde vollkommen verdrehen. Die plötzlich meinen, Sünde ist gar nicht schlimm und so. Ja. Also der Christ, der mit Sünde zu tun hat, und das lesen wir ja gleich nochmal im ersten Kapitel, da steht dann dann komm zu Jesus, bekenn deine Sünde, kehre um und dann vergibt er dir ja auch. Aber hier eben geht es nicht darum, der Christ, der damit kämpft mit der Sünde, sondern der sie verharmlost, so wie die Gnostiker das getan haben. Also, hier habe ich noch eine Bibelstelle im Lukas-Evangelium, nachdem der Herr auferstanden ist. Da sagt der Herr in Lukas 24, in 39, seht an meinen Händen und meinen Füßen, dass ich es bin. Mhm. Also, er war wirklich Mensch. Also, das wurde wirklich in Frage gestellt. Aber das ist doch interessant. Sie haben in Frage gestellt, dass Gott Mensch wurde, wirklich Mensch. Daraus kam der Irrgedanke, Sünde ist relativ. Mhm. Dann haben wir festgestellt, sie hatten Sonderoffenbarungen, sie haben sich über die Apostel gestellt. Und das ist die nächste Irrlehre. Man stellt sich über das, was schon geschrieben steht. Das heißt, die Apostel, es heißt ja auch, lehret sie alles, was ich euch befohlen habe. Matthäus 28. Jetzt sagt Apostel Paulus, bleibt in dem, wie wir es euch gelehrt haben. Und jetzt geschieht nämlich genau das, was nicht sein sollte. Menschen stehen heute auf und sagen, ja, es steht zwar in der Bibel, aber der Herr hat es mir gesagt. Mhm. Und das ist doch interessant, so einleitend, dass man diese Gedanken im Hinterkopf hat. Mhm. Wer waren die Gnostiker? Wer hat das Buch geschrieben? Und wie beginnt eigentlich der erste Johannesbrief? Dazu kommen wir dann in dem nächsten Video. Es gibt, Michael, einige Schlüsselbegriffe in diesem Buch. Warum sind Schlüsselbegriffe in einem Buch überhaupt wichtig? Wenn wir so ein Buch lesen, dann müssen wir ja nachvollziehen, wo hat der Autor selbst Schwerpunkte gesetzt. Mhm. Und mit dieser Art von Schlüsselbegriffen, wie wir das nennen, kann man auch gegenwärtige Literatur analysieren. Das heißt, wir achten zum Beispiel darauf, welche Begriffe kommen besonders häufig vor. Mhm. Also das heißt, die stehen irgendwie im Zentrum, da dreht sich dann ganz vieles darum. Mhm. Oder welche Begriffe zum Beispiel so als Substantive, das heißt, die stehen so stärker im Mittelpunkt. Ja. Und da merken wir dann, was in der Argumentation auch besonders wichtig ist. Und das verstehen wir unter Schlüsselbegriffen. Okay. Also nicht, ich suche wild jetzt irgendwas heraus und da ist ein Begriff, der gefällt mir gerade, dann sage ich so, das ist jetzt der Schlüsselbegriff, sondern nachzuvollziehen, was der Autor ganz besonders gewertet hat. Mhm. Also manchmal sind das Begriffe, von denen wir wissen, dass die in der damaligen Zeit eine ganz besondere Bedeutung gehabt haben, wie Erkenntnis, Gnosis. Genau. Manchmal sind das Begriffe, die der Autor eben selbst besonders häufig erwähnt. So wie du ja zum Beispiel auch gesagt hast, der sagt ganz häufig, wir wissen aber das. Jesus gelebt hat. Wir wissen, dass er für uns gestorben ist und so. Ich habe, wenn wir schon gerade dabei sind, bei diesen Schlüsselbegriffen, dieses Wort Wissen, ich habe hier parallel, während du das angesprochen hast, war ich schon bei der Stelle. Ja. Ich habe sie jetzt aufgeschlagen in Kapitel 2, Vers 20. Und wir lesen auch noch später einige Verse. Es heißt zum Beispiel, und ihr habt die Salbung von den Heiligen und wisst alles. Mhm. Oder zum Beispiel in Vers 29, da heißt es, wenn ihr wisst, dass er gerecht ist. So erkennt auch, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Also dieses Wort Wissen ist eins der Schlüsselbegriffe in diesem Buch. Wir haben noch eine Stelle in Kapitel 5, Vers 13. Hier heißt es, dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt und damit ihr auch weiterhin an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Also wir sehen, diese Schlüsselbegriffe, die sind gerade beim Bibelstudium und wenn man sich so ein bisschen intensiver mit einem Buch beschäftigt, sehr, sehr wichtig. Weil warum greift er dieses Wort immer wieder auf? Ja, und das wird uns ja jetzt dann auch begleiten. Das ist ja gut für uns, dass wir jetzt darüber sprechen, dass auch jeder, der das sieht, schon mal hat. Denn wenn wir dann einzelne Bibelverse anschauen, dann wird euch ja auffallen, da kommt plötzlich das Wissen vor und dann könnt ihr gleich sehen, ah, das ist jetzt der Zusammenhang. Das ist jetzt nicht nur an der Stelle, sondern das ist ein Thema, was immer wieder durchs ganze Buch hindurch sich zieht. Mhm. Und dafür, deshalb besprechen wir das jetzt ja auch im Vorhinein, damit man das hinterher leichter wiedererkennen kann. Ja, genau. Wir werden übrigens auch dann bei den Kapiteln auf diese Gedanken ansetzen. Wir werden das nicht immer wieder wiederholen. Yep. Deshalb ist es doch wichtig, glaube ich, für den Zuhörer bei Teil 1 zu beginnen, damit wir einen Faden haben und verstehen, ah, das meinte Johannes damit. Mm-hmm. Ich habe zum Beispiel mal bei einer Bibelstelle mir immer die Frage gestellt in Kapitel 5 später, wo er sagt, ja, Wasser und Blut,
Haben ist bezeugt. Ja. Ich habe gesagt, ja, was passiert denn, wenn man einen Menschen ermordet? Ist ja klar, das Blut ist bezeugt. Aber das ist ja der Gedanke. Er war wirklich Mensch. Und ein Mensch blutet, wenn er verletzt wird. Und Johannes möchte einfach diesen Gedanken vermitteln. Leute, er war wirklich ein Mensch. Aber so, wenn ich jetzt sage, ja, da hat einer einen Menschen erschossen und ey, hör zu, Michael, ganz komischerweise, ich habe da Blut gesehen. Ja, guten Morgen, also, was soll denn anderes passieren, wenn du ganz schnell schießt? Sagen, ja, es wäre eher verwundert, wenn er sagt, ich habe gar kein Blut gesehen. Genau, das wäre, aber genau das Gegenteil ist hier der Fall. Er sagt, Wasser und Blut haben Zeugnis davon gegeben. Das heißt, dieser Gedanke zieht sich in diesem Buch, Jesus war wahrhaftig Mensch. Aber jetzt die Frage, war er und natürlich, genauso auch Gott. Ja, das ist weil sonst Frage. Könnte jetzt jemand schon sagen, oh, gut, dass ihr endlich so ein Video macht. Muslime geworden. Ja, genau. Gut, dass ihr so ein Video macht. Habe ich euch doch schon immer gesagt, Jesus ist nur Mensch gewesen. Nein. Er war Mensch und zwar total Mensch. Genau. Und der Johannes vergisst aber nicht zu sagen, hey, aber da endet das Ganze nicht, sondern Jesus war auch total und absolut Gott. Ja, und das kommt hier auch drin vor. Ich lese das mal vor, ist eine schöne Bibelstelle, vielleicht zum Abschluss, was die Einleitung betrifft. Jetzt kommt es wieder, wir wissen aber, so beginnt der Bibelvers in Kapitel 5, Vers 20, wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat. Also wieder hier, wir brauchen keine Belehrung von Gnostikern, von Muslimen, Zeugen Jehovas, Mormonen und den ganzen Sektierern. Wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Daran scheiden sich die Geister heute. Diese Stelle mag ich auch besonders. Habe sie noch vor ein paar Wochen einem Muslim gesagt. Der kam zu mir und sagte, Michael, sag mir, wo steht in der Bibel, dass Jesus Gott ist? Ja. Und das war er ganz gewiss, ich kann ihm gar keine Stelle nehmen. Habe ich unter das genannt und dann war richtig verärgert und wollte nicht mehr weiter sprechen. Ja. Weil hier steht das ja ganz deutlich. Nicht? Da steht ja, er ist der wahrhaftige Gott. Und da kann man rumdiskutieren, wie man will. Natürlich kann man auch am Ende sagen, das meint genau das Gegenteil. Ja, so wie da steht, das ist schwarz. Und dann sage ich am Ende, das ist weiß. Ja, hier ist doch ganz deutlich, Johannes sagt, er ist total Mensch. Und hier steht, er ist auch total Gott. Gott voll. Und das alles in so 5 Kapiteln zusammengefasst. Ja, und das ist das Interessante. Es sind 5 Kapitel. Und ich glaube, wenn man den ersten Johannesbrief auswendig lernt, zumindest seine Grundaussagen, dann hat man was für die Mission. Also hat man was über die Person Jesu, es geht um Gemeinschaft, es geht um Vergebung der Sünden, es geht darum, dass Gott Gebete erhört, wenn wir gemäß seinem Willen um etwas bitten, also es geht um Gebet, es geht um diesen Gedanken Finsternis und Licht, es geht um die Gottheit Jesu, die hier erwähnt wird, also es geht um so viele grundlegende Themen, deshalb glaube ich, ist es nur wichtig, sich mit diesem Buch, natürlich auch mit der ganzen Bibel zu beschäftigen. Vielleicht das mal zum Schluss, ich glaube, wir werden demnächst weitermachen und hoffen, dass der Zuschauer das ein oder andere mitnimmt und wir übrigens auch voneinander. Und ich glaube, auch unsere Erkenntnis ist nur Stückwerk bzw. Begrenzung. Wir lernen auch immer dazu. Vielleicht auch durch dieses Bibelstudium werden wir den ein oder anderen Gedanken ganz gewiss dazu lernen. Danke, Michael, bis hierhin. Ich wünsche von hier Gottes Frieden. Ich denke, Michael, euch auch. Und wir werden weitermachen und euch mitnehmen auf diese Reise. Der erste Johannesbrief. Gottes Wort auch heute in der Gegenwart und würde von hier sagen, bis demnächst.